Schwarzkümmelöl wird seit Jahrhunderten als natürliches Heilmittel in der traditionellen Medizin verwendet. Von den alten Ägyptern bis zur modernen Forschung, die positiven Effekte des Öls sind beeindruckend. Ob zum Beispiel für das Immunsystem, für unsere Haut, für die Mundhygiene etc. Es gibt unzählig viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Und heute möchte ich dir 6 Anwendungsmöglichkeiten zeigen, wie du Schwarzkümmelöl ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst, für mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Also lass uns direkt loslegen. Hi, für alle, die neu auf diesem Kanal sind, ich bin die Annika von Let's Do Fit und ich arbeite als Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest und dich solche Themen auch natürlich interessieren, dann unterstütze mich gerne mit einem kostenlosen Abo. Übrigens habe ich auch schon vor ein paar Wochen, noch nicht lange her, ein Video zum Thema Schwarzkümmelöl und die Wirkung gemacht. Das heißt, wenn dich explizit die Wirkung von Schwarzkümmelöl, wie zum Beispiel auch bei gewissen Krankheiten interessiert, dann schau dir gerne mein voriges Video an, weil wie gesagt, bei diesem Video möchte ich hauptsächlich konkrete Anwendungsmöglichkeiten mit euch teilen. Also lass uns loslegen mit Anwendungsmöglichkeit 1 und das wäre bei Insektenstichen. Schwarzkümmelöl ist bekannt für die entzündungshemmende und auch für die antimikrobielle Eigenschaft, weshalb es sich sehr gut bei zum Beispiel Mückenstichen, bei juckenden Mückenstichen oder auch bei anderen Insektenstichen eignet. Einfach einen Tropfen auf den Insektenstich geben, leicht einmassieren und das Öl beruhigt die gereizte Haut und hilft bei Schwellungen, bei Juckreiz und ist auch zum Beispiel sehr, sehr gut für den Sommer geeignet. Nummer 2 ist die Mundgesundheit verbessern mit Ölziehen. Das Ölziehen ist vor allem auch im ayurvedischen Bereich sehr bekannt und hilft zum Beispiel dabei, schädliche Bakterien im Mundraum deutlich zu reduzieren. Ich mache das persönlich auch schon seit einiger Zeit jeden Morgen und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Es hat zum Beispiel eine anti-entzündungshemmende Wirkung und auch eine antibakterielle Wirkung. Nimm dir hierzu einfach einen Teelöffel Schwarzkümmelöl, schwenke es morgens direkt nach dem Aufstehen für etwa 5 bis 10 Minuten im Mundraum, einmal hin und her spülen und danach gut ausspülen. Schwarzkümmelöl ist natürlich ein recht preiswertes Öl. Ich verwende zum Beispiel täglich für das Ölziehen Kokosöl und ab und zu, zum Beispiel einmal wöchentlich, verwende ich dann Schwarzkümmelöl. Punkt Nummer 3 ist Seife mit Schwarzkümmelöl selber machen. Schwarzkümmelöl kann man auch sehr gut für die Hautpflege einbauen und den größten Vorteil, den ich hier sehe, ist, dass man auch auf hochverarbeitete Produkte mit Mikroplastik teilweise, mit Parfüm etc. Die Liste ist meistens sehr, sehr lang, dass man darauf gezielt verzichtet. Man kann die Schwarzkümmelölseife auch gerne kaufen. Man kann sie aber auch sehr gerne leicht selber machen. Ich verwende die Schwarzkümmelölseife zum Beispiel zum Abschminken. Ich benutze das schon seit einiger Zeit täglich. Und selbstgemacht ist das auch ganz, ganz schnell. Ich verwende einfach etwas Chia-Butter. Und die schmelze ich mir zuvor, mache das am besten in einem Wasserbad und nicht wie ich direkt bei voller Hitze, weil sonst verbrennt euch die Chia-Butter leider ziemlich schnell. Und dann kann ich euch versprechen, da riecht die ganze Wohnung, das ganze Haus nach Chia-Butter, nach verbrannter Chia-Butter. Wenn ihr die Chia-Butter ganz sanft geschmolzen habt, dann könnt ihr einfach etwas Schwarzkümmelöl dazu mischen, das Ganze in ein Gefäß füllen und dann trocknen lassen, härten lassen. Das geht auch relativ schnell, wenn ihr sie zum Beispiel in den Kühlschrank gebt. Nummer 4 ist eine Gesichtsmaske mit Schwarzkümmelöl und Heilerde. Für eine intensive Hautpflege kannst du auch ganz einfach eine Gesichtsmaske selber machen und das geht wirklich nicht mal innerhalb von einer Minute. Und Heilerde hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass es Verunreinigungen aus den Poren ziehen kann und Schwarzkümmelöl wirkt dagegen sehr, sehr pflegend und feuchtigkeitsspendend. Mische dazu einfach etwas Heilerde mit Wasser und einen Teelöffel Schwarzkümmelöl und trage die Maske auf. Ich habe etwas zu viel Wasser verwendet, deswegen hatte ich eine relativ große Portion von der Maske. Nehmt am Anfang gerne nur einen ganz, ganz, ganz mini Schuss, am besten vielleicht nur ein paar Tropfen. Und nach 15 Minuten kannst du die Maske mit warmem Wasser abwaschen und deine Haut wird sich dabei erfrischender anfühlen. Wenn euch der kleine Katzen-Input, der kleine Baby-Katzen-Input gefallen hat, dann lasst mich doch gerne mit einem Daumen hoch wissen. Wir machen weiter mit Punkt 5. Bei Erkältung Hustensaft mit Schwarzkümmelöl. In der Erkältungszeit ist ein selbstgemachter Hustensaft mit Schwarzkümmelöl optimal, vor allem wenn man nicht vielleicht direkt auf Arzneimittel zurückgreifen möchte. Ich verwende hierzu einfach etwas Knoblauch, Ingwer, Zwiebeln und ein Manuka-Honig mit Schwarzkümmelöl.
Und der ist vor allem sehr, sehr gut geeignet, wenn man festsitzenden Husten hat oder vielleicht Halsschmerzen hat. Ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Lass den am besten etwas im Kühlschrank ziehen, dann lässt er auch noch mal etwas Wasser und wird flüssiger. Und dann kriegt man auch nicht mehr ganz, ganz so arg intensiven Mundgeruch durch den ganzen Knoblauch und die Zwiebeln. Ja, ich weiß, Manuka-Honig ist nicht gerade günstig. Man kann auch gerne auf einen anderen qualitativ hochwertigen Honig zurückgreifen. Achtet aber hierbei, dass es in Rohkostqualität ist. Am besten in Bio-Qualität, also gerne mal beim Imker vielleicht um die Ecke vorbeischauen oder in einem Biomarkt. Denn wenn ihr auf billigen Supermarkt-Honig zurückgreift, dann tut ihr eurer Gesundheit leider nichts Gutes. Punkt Nummer 6 wären weitere einfache Anwendungsmöglichkeiten im Alltag. Ich weiß, nicht jeder mag den Geschmack von Schwarzkümmelöl. Schwarzkümmelöl hat einen relativ prägnanten Geschmack. Und wenn man das Ganze nicht mag, dann kann man auch einfach auf Kapseln zurückgreifen. Ansonsten kann man auch einfach morgens und abends einen Teelöffel Schwarzkümmelöl pur löffeln. Hier hat man auch eine super einfache Anwendungsmöglichkeit. Wie bei allem ist die Qualität immer das A und O. Und ich würde immer beim Schwarzkümmelöl darauf achten, dass die Produkte wirklich sehr dunkel gelagert worden sind, in einer dunklen Flasche sind, in Bioqualität sind, kalt gepresst sind. Und ich bin sehr dankbar, dass die Firma Nigera auf mich aufmerksam geworden sind und mir einige Produkte zur Verfügung gestellt haben. Ich habe die Produkte jetzt auch schon einige Wochen getestet und bin da sehr überzeugt, sonst würde ich die jetzt heute in dem Video nicht vorstellen. Und zwar finde ich vor allem das Schwarzkümmelöl aus der Tonflasche sehr besonders, weil es hierbei wirklich nur bei 30 Grad schonend kalt gepresst worden ist. Das findet man leider relativ wenig. Meistens werden die Produkte bei 40 Grad oder noch wärmer erhitzt. Und hierbei gehen leider einige wichtige Nährstoffe verloren. Ihr könnt euch gerne mal schlau machen, einfach auf der Seite vorbeischauen. Und mit dem Code LETSDOFIT10 könnt ihr auch 10% sparen. Und ich bekomme noch eine kleine Provision. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund, tu was dafür. Bis dann, deine Annika.